Halli, Hallöchen und willkommen in weiterer Folge von Minecraft Gebäudetour. Letzte Folge war Gilde. Ja. Und vorletzte war Lager. Ich habe gedacht, jetzt wird's mal abwechslungsreich. Jetzt kommt Akademie dran. Yeah. Die Akademie. Hier unter uns, die war ich schön mir aufgebaut habe, und es wird das hier angeschaut, also Schulgebäude und, oder besser gesagt, Akademiegebäude, das hier und das da hinten, also das Komplex hier, das gehört auch noch zur Akademie dazu, aber das schauen wir bei andermal an. Und falls ihr neu seid, gerne noch ein Abo. Und wenn euch das Video gefällt, noch ein Like da. Und ja, ich gehe noch runter und dann schauen wir das an. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Wow, aber von unten sieht das Akademie schön groß aus. Und diese Akademie habe ich so benannt. Willkommen im Butterfly Akademie. Weil, ja, mit Redstone. Ein Teil. Mit einer Schmetterlingstatue auch schön friedlich gemacht. Also ich habe mich hier extra Mühe gegeben, dass es ein Schmetterling ist und nicht allzu groß. Der ist trotzdem gut gelungen. Jetzt schauen wir mal außen an. Hier sind noch Akazienbäume. Und draußen ist nicht so viel Platz, sehe ich gerade hier vor dran. Rundherum sind Mauer gezogen, dass es keine Leute einfach so in der Akademie hineingeht. Hier kann man wieder hinaus und wieder hinein. Mit einer schönen großen Brunnen. Und obendran, eben gesagt habe, ein Schmetterling. Schön. So, wenn ich vor hier unten ansehe, ist das wirklich groß. Mit zwei Eingängen, Tore, und hier sind die erste Schritt, was man hineingeht. Und ich sehe gerade, ich habe hier etwas noch vergessen. Schnell machen. Ist das nur mal diese Hälfte? Jawohl, gut. Im Erdgeschoss sind jeweilige Spinde vom Klassenzimmer auch noch eingeordnet. Das sind mir hier oben ganz leicht Teppich, also Farbe von Teppich. Hier zum Beispiel sind es blaue Teppich angeordnet, also blaue Spinden. Da sind die rote Klassenzimmer und hier drüben haben wir die schwarze Klassenzimmer eingeordnet. Da gibt es jeweilige Stockwerk noch ein solche, aber was hier drauf steht, wer immer diese Akademie besucht, hat die Ehre, diese Akademie besuchen zu dürfen. Vorteile mit sich und auch die Nachteile mit sich. Es sind die Farbe, das es ausmacht, und im Aura. Also es darf nicht jeder in diese Akademie besuchen und etwas lernen. Es darf diejenigen Schüler und Schülerinnen, die begabt sind. Und jetzt gibt es noch einen Nachteil davon. Das ist zum Beispiel ein Nachteil. Weiterer Nachteil, es liegt im Aura. Das kommen wir mir gleich, was sind die Farben dazu. Und es darf auch, und es sind auch Spezialisierungen dabei. Und jetzt schauen wir, was das aus ist. Es sind die 8 Farben unterteilt. Schwarz ist Offensive, Rot Support, Blau Defensive, Gelb Mechanik, Technik, Orange, also Gelb und Orange sind etwa die gleiche, Mechanik und Technik, Elektronik und Technik,
Weiß ist zum Beispiel Mensa, Grün Forschung, Violett Magie, mehr dazu jeweils im Etage zu finden. Das heißt, das ist im Aura bestimmt. Rote Aura hat oder weiße Aura oder Violette. Kann, wenn man merkt, anders, das erklärt mir Angst. Wenn man in Aura sieht, du bist gut in Technik oder in Mechanik, bist du gelb und orange eingeteilt. Oder, also so erfinderisch oder Begabung dort oder etwas Neues zur Erforschen, bist du den grün. Und mir kann nicht ganz einfach die andere Spezialisierung machen. Offensive, Schwerkampf, das kann mit mir Schwerkampf, Front dabei sein, kann man nicht ganz einfach in Defensive sein. Das braucht auch noch eine lange Verfahren, das zu können. Und das ist, ja, Akademie Butterfly. So, genug hier im Erdgeschoss rumgerungen. Jetzt schauen wir natürlich blau an. Und so. Und das sind die defensive Klasse hier oben. Die sind jeweils identisch, was der Klassezimmer anbelangt. Also es wird nachher so aussehen. Im gröbsten Fall. Hier nochmal zu schauen, einfach spiegelverkehrt, kann man auch sehen. Und jede Klassezimmer hat so einen Code dran, da kann die Schüler oder die Schülerin jeweils dort lernen. Code 1 ist einfach hier, Klassezimmer 1 und Klassezimmer 1a. In Code 2 ist etwas größer, diese Klasse ist etwas größer, was Klassezimmer anbelangt. Und hier drüben ist genau dasselbe. Dann haben wir hier draußen, gehen wir später. Hier schön und schöne Aufstieg zu Support. Und das wird, ich werde mal hier eine oder zwei Klassezimmer hier Stockwerk vorstellen. Es ist einfach gleich aufgebaut. Sowas in der Art. Einfach immer rot statt blau oder schwarz. Und jetzt gehen wir natürlich hoch. Defensive. Da kommen wir hier defensive Klasse. Das ist hier anders aufgebaut hier. Ja, schön, da kann man etwas schön lernen. In Defensive. Okay. Tafel ist irgendwie komisch aufgebaut. Aber ja. Hat irgendwie seinen Sinn. So, nächste. Machen wir Schnelltour hier. Und es ist natürlich schön gestaltet. Das kann man auch noch als Pauseraum bezeichnet, mit einem Glasdach, ein sehr großes Glasdach gemacht, dass es schön hell ist und gemütlich hier hocken. Es hat hier keine Tische, wir hocken einfach hier drauf. 9x9 Feld hat sein eigenes Muster, einfach random draufgesetzt. Hier oben hat es auch, wäre hier ganz gemütlich auch zum Essen oder zum Pausen machen. Hier hat es noch ein kleiner Privatraum für Sitzfläche. Hier kann man auch noch ganz gemütlich rausschauen. Für sich allein. Ja. Und hier ist die Küche, schön groß gestaltet. Hier schön Milchbank. Und hier ist natürlich die Theke, was man hier rausschöpft. Ja, sieht noch gut aus. Hier ist die
Da ist die Brunnen, was ich gemacht habe. Hier sind noch die zwei. Ja, frische Luft hat kein etwas geschadet. Lüfte ich mal die Küche mal ab. Nicht wahr? Machen wir hier wieder zu. Sonst gibt es noch Türzug. So, einmal draußen angelangt. Jetzt schauen wir hier bei Technikern. Elektronik, Technik und Bau hier. Hier ist ganz schön was los. Hier wird geplant, was man alles bauen ist und was es noch benötigt. Hier wurde schon Solarzelle gemacht. Schön. Und hier wird natürlich weiter gemacht. Hier wird es auch noch geplant. Hier wird es geschmolzen. Wie eine verrückte Hase hier. Wie eine verrückte Hase, ja klar. Hier ist Forschung und Miteinander. Hier wird Rüstung geforscht. Geforscht. Ich kann nicht mehr reden. Ich kann nicht mehr reden. Wow. Rüstung, Bücher, Getränke wird hier geforscht, was und was. Und da fehlt noch ein paar Sachen hier. Schulklinik oder Praxis, besser gesagt. Hier wird es auch noch mit Forschung verbunden. Hier oben sind das Kl hier sind Patientenzimmer. Kann man besuchen, hocken, reden oder besser gesagt auch Magie benutzt. Es sind große Zimmer, kleine Zimmer. Hier zum Beispiel ist ein mittleres Zimmer. Kleine Zimmer habe ich auch hier ist zum Beispiel schön gemütlicher kleine Zimmer. Hier sind mir ein anderes Klassezimmer zu bei Support. Wow. Und hier ist unser OP-Saal, was echt klein ist. OP gestartet mit Licht und dann kann man mit Skalpell, Nähfäden, ein paar Tupfe alles hinrichten. So, also auch Magie, Forschung und so Zeug benutzen kann. Ja. So, da machen wir hier wieder zu. Sonst gibt es keine gesunde Patienten hier. Denn als nächstes kann man hier auch wunderbar schön gemütlich und das feiere ich sehr hier Pausen machen. Mit einem Wandbild, was ich hier schön gemacht habe. Und da kann man hier gemütlich hocken. Und hier sind mir noch Himmelschloss dort oben. Muss ich noch fertig bauen. Habe ich auch so viel Baustelle. In Minecraft. Nicht wahr? Und hier kann man auch hier noch ganz gemütlich die Aussicht genießen. Ja, gut, weiter geht's. Und hier haben wir kleine unser Lehrerzimmerhaus. Da kann die Lehre hier besprechen etc. machen oder vorbereiten, besprechen miteinander. Und hier hat es noch ein schöner kleiner, was soll ich nennen, Balkon, kleine, sehr kleine Terrasse. Weiter geht's mit unser erste Gebäude Rot, also Support. Hier haben wir unsere kleine feine Küche mit Tische, mit ganz vielen Tische. Hier sind unsere Zimmer. Also jeder hat ein Zimmer und das ist das kleinste, glaube ich. Ich hoffe, ich geupdatet.
Eigentlich reiße ich das Gebäude wieder ab irgendwann und baue ich natürlich ein neues vielleicht. Ja, das ist, hier sind zum Beispiel zwei, es kann auch mehrere sein, was im Zimmer an drinnen ist. Da wieder zu, kann man auch hier schön die Ausblick genießen, was endlich ehrlich gesagt nicht viel beleuchtet auf dieser Seite, aber auf dieser Seite sind wir wunderbar aus die Ferne. Aus die Ferne, wow. Hier kann man schön, wenn man auf dieser Seite und ja, kann man schon die Ausblick genießen. Ganz klar Sicht. Und hier auch kann man zweistellig. Ich glaube, das war das letzte Stockwerk. Jetzt gehen wir schnell auf die anderen Gebäude. So, das sind die anderen Gebäude. Hier ist der Eingangsbereich oder Wohnzimmer oder Esszimmer, die Küche größer gestaltet. Und das sind genau drei Farben. Das heißt, das sind drei zum Lernen. Drei Zimmer, drei Farben mit drei Klasse Raum mit Technik, Magie und Mechanik und Forschung ist in dieser Gebäude vertreten und es sind wieder hier klein aber fein. Es braucht dann ehrlich gesagt nicht so viel Betten. Weil diese Lehrstufe oder besser gesagt diese Spezialisierung nicht so viel Leute braucht, habe ich gedacht, es braucht wenig dafür. Also hier sind die nächste schwarz, Kategorie schwarz, also offensive Gebäude. Hier haben wir auch die Küche, da kann man auch noch einen schönen Ausblick genießen, also bis auf diese Seite nicht. Und hier haben wir das erste Zimmer, zwei Betten, zwei Personenzimmer. Hier kann man schön miteinander reden und jeder Stockwerk hat noch so einen Sitzplatz. Und aber hier ist es der Unterschied, die Korridore ist oder Flur kann man auch sagen etwas eng gemacht, ein Blocking. Und jetzt, wenn man Glück hat, ja, sind jeweils zwei Personen, kann man hier drin liegen. Hier kann man auch noch hocken, reden, besprechen oder einfach hier ein Brettspiel spielen. Gut, hier sind noch weitere Zimmer. Was das Zimmer anbelangt, ist etwas eng. Und das ist auch das maximal Höhe. Ja, wenn das so ist und nichts beschwert, gehen wir natürlich weiter und also groß gestaltet. Hier die Küche ist auch groß. Wohnzimmer, Esszimmer kann man auch, ist auch groß gestaltet. Jetzt gehen wir natürlich hoch mit uns. Hier kann man noch ein Brettspiel spielen oder etwas miteinander reden. Und jeder hat natürlich hier sein eigenes Zimmer oder das Zimmerlein. Aber dafür ist hier Flur. Ja, von hier an sind das drei Blöcke breit, hier sind nur zwei. Jetzt gehen wir natürlich wieder hoch. Und hier ist dieselbe, also es ist dieselbe Zimmer wie jedes Mal. So. Schnelldurchlauf. Hier ist wieder zwei.
Und dann angekommen ist hier ein kleiner, ja, was soll ich sagen, kleine Terrasse, Balkon, kann man auch sagen. Da kann man hier auch noch sehen. Moment mal, habe ich? Nein, habe ich nicht. Kleine Terrasse. Hier geht es natürlich weiter mit weiteren Zimmer. Und hier geht es natürlich hoch. Hab gemerkt, ihr habt wenig Zimmer gemacht, also zu wenig hoch. Dann klatschen wir hier halt nebendran auch noch eine Verlängerung hin. Hast du nicht noch eine? Genau, eine Dachterrasse. Jetzt natürlich dann diese Gebäude auch. So sieht es natürlich von außen aus. All hat sein eigenes Stil, was an Gebäude anbelangt. Einfach blau ist etwas zu hoch geraten. Sonst ist es natürlich perfekt. Das Video ist schon wieder leider zu Ende. Ich fliege natürlich weiter durch diverse Game und ich hoffe, ihr habt euch inspirieren lassen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschö. Mit Ö.